Servus. Ab oder seit 2 Uhr ist ja die Arena der Prüfung für Morrow fertig bzw. verfügbar. Und es gibt so ein neues Gilden-Event dazu. Hier muss man alle 5 Teams besiegen. Als Gegnerteam. Man kann nicht die gleichen Teams immer wieder neu nehmen. Das heißt, es ist so wie im Feldzug. Wir müssen 5 verschiedene Teams uns basteln. Und die Helden sind nur sofern verfügbar, wie die Leute das in der Gilde haben. Das heißt, bei mir hier zum Beispiel hat anscheinend keiner Arthur, deswegen kann ich keinen Arthur nutzen, kann ihn leider nicht auswählen. Also es wäre halt vorteilhaft, wenn irgendjemand in der Gilde dann doch so ziemlich alle Helden hat. Wir sehen schon, hier kann ich nicht nehmen, hat er erst Legendär Plus, hier hat er auch erst Legendär Plus. Also die Helden müssen dann wahrscheinlich erst auf Legendär Plus sein, damit man diese hier benutzen kann. Von den Gildenkameraden. Dann können wir uns hier das Level einstellen. Das maximale Level beträgt 999. Und einfach mal als Vergleich, wie schnell das geht. Unser Level bleibt natürlich bei 300. Und ja, ich würde sagen, es ist ein relativ fixer Kampf, ne? 4 Sekunden und wir sind down. Ja, da muss man gucken, wie man das schafft. Wäre am besten wahrscheinlich eine Option für BlueStacks, Autoklicker, Makro, da dann reinzuschmeißen. Dann gibt es dazu ein Leaderboard und als Belohnung für 1 bis 10 kriegt man halt 8 und das sind Gildenmünzen, ja, genau, das sind Gildenmünzen. Und wenn man sich unter die Top 500 platziert, wäre es natürlich nice, das zu schaffen. Dann bekommen wir wieder eine Kiste mit Gildenmünzen in dem Wert. Wäre auf jeden Fall sehr vorteilhaft, pusht noch ein bisschen die Gilde. Kann man dann wieder schön shoppen gehen. Ich werde mal ein bisschen probieren, vielleicht schaffe ich ein bisschen was, dann können wir uns das mal ganz genau angucken. So, ich habe das jetzt mal auf Gegnerlevel 350 runtergestellt. Das sind jetzt hier meine Teams. Damit ist das auf jeden Fall machbar. Und wir können sogar die Artefakte wählen, die wir haben wollen. Also wir können da wirklich frei variieren, wie wir da wirklich Bock drauf haben. Ich weiß, Lucrezia hat jetzt ein Artefakt, was so an sich da nie reingehört. Aber ja, bei dem Heldenlevel ist das jetzt nicht so schlimm. Keine Ahnung, warum das jetzt schon bereits Sieg vorhanden. Wenn ich jetzt aber rausgehe, geht das nicht. Formation besiegt. Ja, ihr seht, es ist noch ein bisschen buggy. Aber was soll's. So, dann wisst ihr erstmal Bescheid und ich werde jetzt in die Prüfung hier reingehen, das werden dann unsere Kanalmitglieder als erstes sehen und ihr dann so, wenn es verfügbar ist, bei uns auf die Live-Server. Bis dahin, ciao, ciao!